Als symmetrischen Krieg stellen wir uns vor, dass zwei gleiche Parteien, ähnlich wie eine Fußballmannschaft, miteinander in Konflikt kommen und irgendwie fällt dann auf einem Spielfeld, Schlachtfeld die Entscheidung. And so it was in the 30 Years' War. Huge mercenary armies face each other like figures on a chessboard. Only beyond the battlefield does the war become unequal. Wenn Tilly gegen Gustav Adolf oder Gustav Adolf gegen Wallenstein antritt, sind das im Prinzip symmetrisch organisierte Heere. Aber wenn am Rande dessen marodierende Gruppierungen über Dörfer und Zivilbevölkerung herfallen, dann ist das Asymmetrie. Oder wenn Bauern gelegentlich Krieger angreifen und sie töten, dann ist das Asymmetrie. Solche asymmetrischen Kriege sind keine Erscheinung der Zeitgeschichte oder der Neuzeit, sondern asymmetrische Kriege haben wir in der Weltgeschichte immer. In den napoleonischen Kriegen, da entsteht ja der Begriff des kleinen Krieges, Guerilla, der kleine Krieg. Das waren natürlich auch asymmetrische Kriege. The Spanish partisans are an unpleasant foe for Napoleon's army. They are unpredictable and elusive. As opposed to Napoleon's customary warfare strategy, forcing his enemy into a decisive battle where both parties observe the classic rules of war.